Kann ich? Ich habe keine Flöte. Ich könnte auch keine Flöte spielen, mal ganz davon abgesehen, ich bin fürchterlich unmusikalisch. Ich habe jetzt gerade nachgedacht, oh, hast du vielleicht eine Flöte hier irgendwo rumliegen? Dann kannst du ja eine Flöte hier jetzt spielen. Nein, lieber nicht, bloß nicht. Ich kann ja schon nicht singen, wie sollte ich dann eine Flöte spielen können? Ich habe überhaupt kein Taktgefühl. Also, das kann man jetzt natürlich... Du mich auch. Ich habe überhaupt kein Taktgefühl, das kann man jetzt nicht so verstehen, dass ich... Taktgefühl kann ja auch was anderes bedeuten als der musikalische Begriff. Aber ich habe tatsächlich überhaupt kein musikalisches Verständnis. Das, naja, bei mir ist Musik so, das läuft halt nebenher. Das ist super für die Stimmung und so. Das ist alles total prima, aber selber singen oder so. Nee. Oh. Was haben wir denn da? Eine Katze. Ein Apfel, boah, episch. Also überall diese kleinen Dinger. Kriege ich jetzt so ein kleines Ding vielleicht? Pernos. Ach, Pernos war wieder der Typ mit der Robe, ne? So, kann ich... Ach nee, den Apfel kann ich nicht essen, schade. Ich möchte immer noch so ein Viecher als Pet. Och, Mann. Nee, Moment, ist Pernos da? Ach, jetzt muss ich... Ach, das bewegen den Elder, das muss ich jetzt da hinten nochmal hin. Na gut, dann gehen wir halt da vorne nochmal hin, einmal Autolaufen an und auf geht's. Na, da strecke ich mich mal ein bisschen hier. Immer noch früh morgens und so, da muss ich erstmal ein bisschen die morgendliche Unflexibilität aus meinen viel zu alten Knochen drücken. Nein, das ist ja nicht wahr. Ich komme jetzt mal vor wie so ein alter Mensch, aber bin gar nicht so alt. Ich tu nur so. Na komm. Nimm. Geht doch. Jetzt rupft diese blöde Blume aus. Mädchen, geht doch. Das gibt übrigens Erfahrungspunkte, finde ich schön. Kann man mit sowas... Naja, gut, mit sowas nicht unbedingt leveln, aber es lohnt sich wenigstens anzuhalten. So, ach guck mal, das war Stufe 5 oder was, eine Quest. Defeat Dukaki Woodcutter und Dukaki... Ich dachte, das ist hier auch noch was. Eieiei, ich bin ja überhaupt nicht weit genug, aber das ist... Ist das eine Campaign? Das ist eine Campaign, ne? Oder? Nee, Moment, wo sind denn die Viecher? Ach, da hinten sind die. Okay, dann kann ich auch da hingehen. Zu welcher Quest gehört denn das? Request of the Elm. Das ist tatsächlich hier eine Campaign-Quest. Und ich glaube, die Campaign-Quests sind die tatsächlich wichtigen Dinger. Das heißt, das sollte ich vielleicht mal machen. Oder ich gehe jetzt erstmal zu Pernos. Um meine aktuelle... Wisst ihr was, ich mache jetzt erstmal die Ascension-Quests. Also einfach nur, weil ich der Meinung bin, hier, da gibt es bestimmt was Tolles für. Ich habe das mit Stufe 9 gekriegt, also einfach so, du bist jetzt Stufe 9, mach mal diese Quest oder diese Campaign oder wie auch immer man das dann gerne nennen möchte. Und ich glaube, da gibt es was Tolles für. Und wahrscheinlich ist es irgendwie dieses komische Fliegezeug oder was. Ich nehme es einfach mal an. Deswegen ist das jetzt erstmal die Priorität. Bevor hier vielleicht nachher noch die Beta abgeschaltet wird oder so, während ich spiele, möchte ich das bitte mal geschafft haben noch. Das müssen wir doch irgendwie hinkriegen. Ein Greywalk. Ach so. Da, das ist ja auch gar nicht so weit. Ich meine, das sind jetzt natürlich ein paar Umwege, die wir hier machen, aber das muss jetzt einfach mal drin sein. Was ist das hier eigentlich für ein Vieh? Wo wir schon mal dabei sind. Das sieht aus wie ein... Ein bisschen aus wie ein Eichhörnchen mit längeren Ohren. Sieht aus wie eine Kreuzung zwischen Kaninchen und Eichhörnchen. So ein Kaninchen mit sehr schlappen Ohren. Das sind auch irgendwie knuffig. Das sind sehr interessante Viecher, die hier so rumlaufen. Spine Forest Süfen. Selbst die Gegner sind nicht so hässlich. Also gut, diese kleinen Kugeln sind irgendwie komisch. Aber hier zum Beispiel diese komischen kleinen Pilze sind auch irgendwie voll knuffig. Naja, gehen wir erstmal direkt zwei Quests ab. Das mit der Robe kann ich ja auch abgeben. Da habe ich diese Robe mit den komischen Braxhufen oder was auch immer. Das machen wir jetzt erstmal zuerst, damit er mich nicht mehr blöd anmeckert. So, hier, einmal mit der Braxhufe. Tada, Braxhuf. Aha. Kriege ich den jetzt wieder oder was? Das ist aber komisch. Naja, gut. Avenging Duty. Ach nee, das kann ich noch nicht. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber hier, Ascension. Tada, bitteschön, ein Apfel. Ich bin prepared. Ja, klar, bin ich prepared. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Explore your lost path. Oh, ich habe eine hübsche Rüstung an.
Das sieht so ein bisschen aus wie das aus dem Intro. Und die Leute scheinen mich alle zu kennen. Ich bin berühmt. Und ich möchte das nochmal zeigen. Hier eine wahnsinnig hübsche Rüstung an. Einen schönen Schild und ein schönes Schwert. Kann ich das bitte alles behalten? Wahrscheinlich nicht. Guten Tag. Juppala. What the hell? Ich kann fliegen. Hey, ich sehe voll cool. Hallo? Oh, ich bin das gar nicht. Ich dachte, ich steuere das. Okay. So viel dazu. Ich kann trotzdem fliegen. Alter, das sieht ja cool aus. Ich finde auch die Flügel wahnsinnig cool. Sie sehen sehr detailliert aus. Mal hier so ein bisschen näher ranzoomen. Miau. Cool. Jetzt möchte ich mal gerade, kann ich die Quest vielleicht hier... Ach, die habe ich schon. Wow, bin ich cool geflogen. Die muss ich jetzt wahrscheinlich töten hier, was? Machen wir das doch einfach mal. Defeat 4 Raiders. Komm drauf. Rums. Und... Oh, oh. Da werde ich direkt von sehr vielen angegriffen. Das ist natürlich ungünstig. Aber ich glaube, ich mache verdammt viel Schaden. Und die machen mir überhaupt keinen Schaden. Was zur Hölle? Ah, das ist wahrscheinlich einfach nur hier quasi, weil das so eine Quest ist. Die ist ja mehr so Show-Off, ne? Warte, was habe ich jetzt gemacht? Huch. Können wir den auch mal verhauen hier. Aua, er hat mich gestunt. Bam. Oh. Zack. Mal Fury an hier. Macht auch keinen Schaden. Es macht alles überhaupt keinen Schaden. Trotzdem sehr interessant und sehr, sehr lustig inszeniert hier. Finde ich nicht schlecht. Anderling auf Hasse nicht. Und der spricht auch so komisch. Huch. Hatzi. Das ist doch auch das Viech aus dem Intro, oder? Autsch. Oh ja, in die Lava. Das ist eine tolle Sache. Fuck. Autsch. Sieht schmerzhaft aus. Das sieht nicht schön aus. Ah, okay. Und deswegen bin ich dann eben auch... Ah, und das war nämlich das Intro ganz am Anfang. Und dann bin ich hier irgendwo auf dem Boden gelandet wahrscheinlich. Und deswegen hatte ich dann kein Bewusstsein mehr und hasse nicht gesehen. Deswegen hat er mich nachher irgendwie geweckt. Das war ja der Start des Ganzen. Ach, guck mal, das ist der Pernos. Ja, okay. Hallo, Ascension? Blablabla, alles unwichtig. Möchte ich jetzt gerade gar nicht. Gladiator oder Templar? Ach so. Ach, jetzt kann ich mir hier quasi meine Subklasse auswählen. Da gibt es ja quasi zwei verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Gladiator quasi so ein DPSler und der Templar ist mehr so ein Tank oder so. Oder andersrum? Ich hab's vergessen. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Tja... Ich weiß es nicht. Och Leute, ich habe keine Ahnung. Shit, was nehme ich denn jetzt? Gladiator, Templar, Gladiator, Templar. Ich würde jetzt ja sagen, och, warten wir mal, bis die Videos hochgeladen sind und dann lasse ich euch entscheiden. Aber das ist natürlich schwierig, weil die Beta dann wahrscheinlich bis dahin zu Ende ist. Wir nehmen jetzt einfach Gladiator. Ach, guck mal, er sagt mir sogar noch was dazu. Bla, 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 bla. Ja, ich glaube... Sword and Spear und Templar. Erzählen wir was zum Templar. Defensive und Healing Magic. Nee, komm, das ist langweilig. Ich möchte Gladiator. Entschuldigung. Och Gott, der Kaffee schlägt mir ein bisschen auf den Magen, glaube ich, hier. Ohne seinen Zucker da drin. So, einmal bitte hier Gladiator. Tada. So. Ups. Ah, ich werde zurückgeportet. A Ceremony in Sanctum. Tada. So, Optional Reward. Hast du nicht gesehen. Kann ich mir dann wahrscheinlich später noch aussuchen, oder ich kriege irgendwas Bestimmtes. So, jetzt sind wir quasi ein Gladiator. Habe ich das richtig verstanden? Muss ich jetzt nochmal mit dir reden? Jupp. Ups. Oder? Bla, bla, bla. Hoppala. Können wir jetzt hier mal... Dankeschön. Okay. Ja... Wir machen das jetzt erstmal. Er sagt zwar hier, ja, ich könnte hier noch irgendwelche Sachen machen, aber ich möchte das jetzt gerne mal machen. Ich finde das, ja, komm. Bitte. Ich möchte jetzt diese Quest tatsächlich abschließen. Die scheint mir am interessantesten zu sein. Und der wichtigste Teil ist es anfangs einfach.
Wo sind wir denn jetzt? Huch, da ruckelt's ein bisschen. Ich hoffe, das macht der Ausnahme nichts. Ein Teleporter. Hallo, Teleporter. Ah, der kann mich jetzt wahrscheinlich genau... Ah, verstehe. Okay, jetzt kann ich mich auch noch hin und her teleportieren. Faszinierend. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal da vorne zu Lea. Hallo, Lea. Die ist aber klein. Und der hat kümmerische Hühner. Die sind ja auch total knuffig, meine Güte. Ja, komm. Oh, eine Cutscene mal wieder. The Davos are looking forward to meeting you. They await you in the Lyceum. They'll be very excited to welcome you to Sancta, the capital of Elysium. Okay, dafür braucht es jetzt extra eine Cutscene. Ja, nein, gut, okay. Dann gibt es gleich noch eine Zeremonie. Ich hoffe, das stört jetzt keinen. Ich quassel ja immer so ein bisschen quasi gerade da drüber, ne, über diese komischen Storytext. Wobei ich auch extra die Subtitle eingeschaltet habe und so. Ich hoffe, dass das jetzt keinen zu sehr stört. Oh, hier ist es ja durchaus hübsch. Ich bin ein bisschen genervt davon, dass ich hier kein Anti-Aliasing einschalten kann. Deswegen ist das, hat das alles so komische Treppchen. Das ist natürlich nicht so hübsch. Außerdem ist hier gerade die Performance echt nicht wahnsinnig toll und ich bin der Meinung, mein Computer müsste das problemlos handeln können. Naja gut, können wir mal bitte hier ganz kurz gucken. Da, mit dem muss ich reden. Locate. Wo ist der denn? Da vorne ist er. Oh Gott, die Stadt ist mir schon wieder zu groß. Das ist doch schon wieder viel zu unübersichtlich für... Ups. Für arme kleine Snizzles wie mich. Bin ich hier richtig? Das kann doch nicht sein. Nee, doch, bin ich. Hier auf der Karte nach Nord... Osten? Und auf der Karte gehe ich nach Südwesten, hä? Das muss ich jetzt nicht genau verstehen, oder? Ein Infoboard, was ist denn ein Infoboard? Oh, interessant. Gab es sowas? Ach so, das ist wahrscheinlich quasi sowas wie eine Wache bei WoW. Das sagt mir dann, wo ich hin muss oder so. Ich dachte jetzt gerade, das wären komische Tutorials vielleicht noch. Kann natürlich sein, dass da auch noch Tutorials sind, das weiß ich nicht, aber... Naja... So, hüpf. Nein. Bin ich dran hängen geblieben. Ein High Priest und zwei normale Priests. Ich drück den mal doppelt so. Drück mal doppelt an, dann läuft die automatisch dahin. Brauche ich das nicht machen. Guten Tag. Machen wir bitte hier die Zeremonie. Kazi. Na? Das ist eine ungünstige Kameraperspektive. So geht das nicht. Ihm hier unter den Rock, ich glaube, es hackt. Today you ascend from humble roots. May those roots not be forgotten. As the light of Ion leads you to your destiny. Es war aber eine sehr schnelle und langweilige Zeremonie, möchte ich mal so angemerkt haben. Na gut, meet Marcus to receive your gift. Ach, jetzt kann ich noch mit dem reden hier. Bla, 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 alles unwichtig. Wer bist du denn? Du hast einen hübschen Schild. Du bist auch schon Stufe 36. Ich bin ruhig. Ich geh mal lieber wieder. Da hinten ist Marcus. Oder Markus. Marcus. Ich spiele auf Englisch, also heißt er jetzt Marcus. So, dann bin ich wahrscheinlich sogar Stufe 10 schon, was? I understand. Und dann kriege ich... Oh, ein grünes Schwert. Oder halt auch nicht. Ein Großschwert. Wow, das macht aber viel Schaden. Hat natürlich sehr, sehr wenig Attack Speed. So, das ist wahrscheinlich ein... Nee, das ist auch ein Zweihänder. Very slow. Was? Drei Strike Weapon. Verstehe ich irgendwie nicht. Ich blicke ehrlich gesagt gerade den Unterschied nicht. Das ist auch ein Zweihänder, aber ein... Nee. Normal Two Strike Weapon. Very slow Three Strike Weapon. Das hier wird eine einhändige Waffe sein. Dann machen wir jetzt erstmal hier nochmal eine zweihändige Waffe. Einfach so... Damit wir das auch mal ein bisschen gezeigt haben. So, tada, summon to the citadel, bla bla bla. To receive Verteron Campaign Quests. Aha, wo ist denn der? Kenne ich nicht, weiß nicht, wo das ist. Ist mir jetzt auch egal. Okay, habe ich jetzt irgendwie, ich bin jetzt Stufe 10, das ist ja grundsätzlich sehr schön. Bla bla bla, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Ach, da vorne ist was. Daily Quest has arrived. Daily Quests, wollt ihr mich verarschen? Daily Quests, ich glaub's ja wohl. Nehmen wir erstmal an, ich hasse Daily Quests. Daily Quests sind schlimm. So, kannst du, ah, genau. Dispatch du, ach so, das ist meine Daily Quest.
Skills. Hast du irgendwelche schönen Skills? Boost Physical Attack. Her damit. Ferocious Strike 2. Seismic Wave. Nehme ich natürlich mit. Taunt. Mana Treatment. Und Herb Treatment. Nehmen wir mal einfach mal alles mit. Was kann ich hier? Nein, sonst kann ich nichts kaufen. Aber das ist schon hoppala. Eine ganze Menge. Cancel. Bye. Dankeschön. Take care. Okay, jetzt möchte ich erstmal hier gerade den Zweihänder. Wow, der ist aber groß. Eieiei. Aber die hat eine sehr coole Kampfhaltung. Das gefällt mir. Egal, machen wir erstmal hier Ferocious Strike 2. Zack, benutzt er den auch direkt. Nein, tut er natürlich nicht. Ist ja super. Dann K. So, einmal bitte das Skill Window. Das ist doch im Prinzip einfach nur eine bessere Version. Hä? Das verstehe ich nicht. Das ist doch im Prinzip genau dasselbe. Warum ist das jetzt 2 und das andere ist 1? Und warum nimmt er nicht einfach das andere? Naja, gut. Packen wir den mal da rein. So, passt schon. Dann, hoch, jetzt habe ich das natürlich nicht wegbrücken müssen. Boost Physical Attack, das ist ja in Ordnung. Das brauche ich ja so nicht. Seismic Wave ist eine neue Fähigkeit. Jetzt kann ich natürlich hier die Schilddinger auch rausnehmen. Habe ich ja im Moment nicht mehr. Seismic Wave ist natürlich interessant. Chain Skill Level 1 auch. Guck mal einer an. Dann machen wir das mal so. Voila. Ups, das war nicht der Plan. Hallo, ey, warum... Hör auf, einfach Hilfe. Was tut das Spiel? Das soll es doch alles gar nicht. So, Rage packe ich mal wieder. Machen wir das mal so, dann verschwindet nämlich mein altes nicht. So, was haben wir jetzt noch? Dann haben wir hier Taunt. Taunt brauche ich im Prinzip nicht. Ich werde hier sowieso nicht mehr tanken. Mana Treatment. Bla, bla, bla. Brauche ich eigentlich alles nicht. Gibt MP wieder. MP habe ich, glaube ich, genug. Herb Treatment. Bla bla bla. Ach so, okay, das ist irgendwie heilungsmäßiges Zeug. Kann ich nicht benutzen, wahrscheinlich weil ich volles Leben habe oder so. Na gut, okay, ich bin jetzt Stufe 10 Gladiator. Kann ich jetzt vielleicht noch irgendwas total Interessantes Neues machen? Zum Beispiel irgendwas kaufen oder so Skills aussuchen. Ich habe keine Ahnung. Wäre ja sehr interessant, aber scheine ich irgendwie nicht zu können. Flügel habe ich auch keine gekriegt. Ach, wobei da steht einfach nur, you cannot fly in this area. Ich weiß, dass ich hier binden kann. Ich möchte gerade hier nicht binden. Ich möchte eigentlich wieder zurück, da wo ich vorher war. Es geht wahrscheinlich. Doch, es müsste eigentlich gehen. Ich möchte jetzt einfach nochmal da hinten hin zurück. Wir machen jetzt einfach da hinten fertig und dann passt das schon. So, das ist aber ganz woanders. Jetzt einfach quasi hier nochmal. Was kann ich hier drauf laufen? Ich mache ein bisschen Sorgen. Doch, da ist Glas. Okay, uiuiui. Das wäre jetzt... Auch sehr, sehr detailliert hier die Landstriche, muss man einfach mal sagen. Naja, gut, ne? Also ist ja klar, dass das jetzt nicht wahnsinnig detailliert ist. Gut, aber ich möchte hinten wieder zurück zum Teleporter und dann nochmal zurück. Was haben wir hier? Eine neue Quest. Gib mir mal deine Quest, egal was es ist. Ich werde es schon irgendwie vielleicht machen. So, das wird wahrscheinlich sowieso nicht dasselbe Gebiet sein. Das ist aber hier schön nach Gebieten geordnet, das gefällt mir. Das heißt, wenn ich jetzt hier zurückgehe, da habe ich noch zwei Quests erstmal. Und dann habe ich hier noch, das ist auch nach... den Orten schön sortiert. Das ist doch wunderschön. Da hinten haben wir noch eine Quest. Ach, die haben hier alle Quests. Das ist ja grausig. Hier ist ja richtig was los. Ja, ja, komm. Snuggle Pet. Oh, cool. Dann kriege ich so ein komisches Vieh oder was. Naja, gut. Okay. Leas Loneliness. Ist das? Nein, da war es falsch. Da ist es auch falsch. Da muss ich hin. Das ist wahrscheinlich wieder in einem ganz anderen Ort. Yep. Das ist quasi hier. So, dann du mal einmal... Ach du Scheiße, der hat ja auch tausende Quests. Ja komm, ich nehme erstmal die ganzen Quests hier an. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Limit habe oder sowas. Zack. So. Ich glaube, ich habe tatsächlich kein Limit. So, ich habe jetzt erstmal ganz viele komische Quests eingesammelt, die alle nicht hier sind. Aber das ist ja wurscht. Dann möchte ich jetzt erstmal das andere noch fertig machen. So, jetzt könnte ich theoretisch nach Vertelron mich portieren, aber ich möchte mich lieber nach da nochmal portieren, weil ich da noch nicht alles gemacht habe. Und mein Plan war eigentlich, das da alles fertig zu